Heute befinden wir uns auf einer Veranstaltung, wo wir garantiert mit FanTV noch so nicht waren. Wir sind nämlich heute auf einer Misswahl und damit herzlich willkommen. Dass es sich bei unseren Messen um ganz besondere Exemplare handelt, versteht sich von selbst. Es geht nämlich um das deutsche Braunvieh. Circa 580.000 Exemplare befinden sich in der Gesamtpopulation und sind beheimatet in der Alpenregion. Warum sie in den letzten Jahren so eine große Renaissance erfahren haben, das möchten wir heute hier erfragen auf dem Europakongress der Braunviehzüchter. Also folgen Sie mir. Iris, Husli oder Larissa, so heißen die Schönen, die sich heute in der deutschen Braunviehschau präsentieren. Als internationaler Landtechnikhersteller mit Wurzeln im Allgäu unterstützt Fendt den Europakongress, zumal das Braunvieh zur Alpenregion gehört wie der Fendt-Schlepper zum Hof. Ich bin eigentlich begeisterter Jungzüchter und habe halt versucht, die 5 Besten rauszusuchen von meinem Betrieb. Daheim eine Käserei und die braune Kuh hat einfach von den Inhaltsstoffen die besseren Inhaltsstoffe zum Käse machen, gerade das Kappa Casein BB, ist natürlich sehr interessant. Braunvieh ist einfach mit dem Charakter her die beste Kuh. Ja, ich sage mal, das deutsche Braunvieh prägt eigentlich unser Gebiet, das gehört zum Allgäu. Das Braunvieh ist wichtig fürs Allgäu. Wie das grüne Allgäu, die braune Kuh gehört dazu. Wir haben 3 Fanschlepper, natürlich überwiegend Grünlandbetrieb. Ja, also unser Betrieb liegt auf über 800 Meter und wir haben ziemlich steile Wiesen, wir haben einen Vario 312er. Ja, wir haben auch Fendt, natürlich, im Allgäu ist Fendt vorne dabei. Wir sind sehr zufrieden mit den Maschinen, mit dem Mähen und tun einführen und Gülle fahren. Durch konsequente, scharfe Selektion sowie moderne Biotechniken wurde in den vergangenen Jahren ein ordentlicher Zuchtfortschritt erzielt. Über die deutschen Braunviehzuchtverbände werden mittlerweile jährlich ca. 7.000 Zuchttiere und 45.000 Kälber vermarktet. Bei mir ist jetzt Manfred Ferling, Produktspezialist bei Fendt und gleichzeitig hat er auch noch einen Nebenerwerbsbetrieb. Du hast ja auch deutsches Braunvieh. Wie schaffst du das denn noch neben der Arbeit? Wie groß ist denn dein Hof? Also ich treibe 40 Hektar um, habe 37 Kühe, Jungviehaufzucht und noch ein paar Stiere, Zuchtstiere. Und wie gesagt, also Braunvieh und Fendt, das ist natürlich eine absolute tolle Ergänzung. Warum hast du dich für Braunvieh entschieden? Warum ist das für dich eigentlich so die beste Rasse? Viele sagen ja, Braunvieh ist das Traumvieh. Und für mich ist es eigentlich schon in den Kinderschuhen dabei gewesen. Und so ist das für mich als Nebenerwerbslandwirt. Ich brauche eine problemlose Kuh. Die Rasse ist riesig. Also es gibt ja da zweierlei Gruppierungen. Es gibt das Original-Braunvieh, der absolute Zwei-Nutzungstyp verkörpert oder dann gibt es die Braun Swiss, da ist nachher die Gewichtung mehr auf Milch, da ist dann die Fleischleistung ein bisschen geringer. Da ist für jeden was dabei beim Braunvieh und ich persönlich habe mich also für das Originalbraunvieh entschieden. Was hast du für Traktoren auf deinem Hof und wofür setzt du die denn ein? Also ich habe einen 500er, dann einen 312er, einen 106er und einen 240S. Die treiben also 40 Hektar um. Da gibt es einfach keine Kompromisse. Wie zufrieden bist du denn quasi mit unseren eigenen Produkten? Es gibt eigentlich nichts Besseres. Also ich bin voll davon überzeugt, von der Bedienung. Wenn ihr mal drauf sitzt, dann bin ich daheim. Die anderen machen Skifahren, die anderen dann klettern. Für mich ist Landwirtschaft der Ausgleich und es macht einfach Spaß. Beim Gang durch die Hallen fällt sofort auf, hier wird jede Kuh geputzt, gestriegelt und gestreichelt. Denn prämierte Elitekühe müssen neben hervorragenden Milchleistungen auch durch Körperbau und Haltung überzeugen. Und wie auch bei einer richtigen Miss, am Ende folgt das Fotoshooting. Nur, dass an diesem Model viel mehr Assistenten Hand anlegen müssen. Dass das Braunvieh unter allen klimatischen Verhältnissen gut zurechtkommt und eine lange Nutzungsdauer hat, das war auch für Anton Wagner aus dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Braunvieh Austria entscheidend. Ja, wir haben ja auf unserem Betrieb 95 Braunviehkühe und wir bevorzugen diese Rasse bezüglich ihrer Melkbarkeit, Langlebigkeit, Fitness und natürlich die Leichtkalbigkeit und der Umgang mit der Kuh und dem Personal. Das ist ein großer Vorteil von Braunvieh. Ja, wir haben 4 Fendt-Traktoren aller Größenklassen von 180 PS bis 75 PS und wir setzen sie sehr stark auf den Betrieb, aber auch überbetrieblich ein, weil wir überzeugt sind, dass Fendt
sehr eine große Stundenleistung zusammenbringen. Mein ältester Fendt ist ja über 30 Jahre alt und läuft noch immer. Und auch der Fahrer und unsere Fahrer schätzen das Fahrverhalten vom Fendt. Freude am Fahren ist beim Fendt die Devise. Am Ende wird sie Miss Braunvieh 2014 bei der Deutschen Braunviehschau in Kempten. Demnächst zeigen wir Ihnen bei FanTV, wie ein australischer Milchviehbauer sein Geschäft betreibt.